Willkommen zu dem spontanen Video von mir, zu dieser extrem spontanen Aktion, dass ich heute einen Solo-Overnighter mache. Vor knapp 2 Stunden bin ich noch daheim gewesen und habe gar nicht gewusst, was ich machen werde. Und das Wetter hat gepasst. Ich hatte Stimmung und ich habe gedacht, machen wir doch mal einen schönen Solo-Overnighter wieder. Ich bin allein unterwegs mit minimalistischer Ausrüstung. Das ist ein kleiner Daypacker. Aber spielt gar keine Rolle, ich bin ready und ich bin da nicht ganz allein, denn ihr kommt mit. Je öfter ich rausgehe, desto mehr realisiere ich, in was für eine schöne Gegend ich eigentlich daheim bin. Wow. Ich bin schon langsam im Wald drin, nach etwa einer guten halben Stunde. Schön steil berg drauf, so wie immer. Und die Lichtung ist auch nicht mehr allzu weit weg. Heute Arbeitshose mal dabei und keine Trekkinghose. Ja, es wird vermutlich etwas geschäffelt. Da wird etwas Holz gesucht, gehackt. Vielleicht schnitzen wir noch etwas. Das Tar wird aufgebaut und. Da dürfen wir schon etwas Arbeitshose dabei haben. So, das ist die besagte Lichtung. Richtig schön, wie ein schöner Kreis. Rund um den Bäumen. Ich würde vermutlich zwischen diesen zwei Bäumen hier, also zwischen dem und dem, mein Tarp abspannen. Und so wird meine Aussicht sein. Ich freue mich schon. So, wie ihr seht, habe ich einen Daypacker dabei, einen ziemlich kleinen Rucksack, minimalistisch unterwegs heute, verschwitzt natürlich wie jedes Mal. Und ich habe heute nur ein Tarp dabei, eine Isomatte und übernachte in einem Schlafsack. Und Essen habe ich natürlich auch sehr rationiert, aber es wird lange für ein gutes Abendessen, zum Morgenessen und für einen kleinen Snack. Bier, Whisky ist ebenfalls am Start und natürlich das übliche Arbeitswerkzeug, das man so braucht im Wald. So, das ist so ziemlich all das, was ich für mich heute mitgenommen habe. Ihr seht, es ist wirklich minimalistisch gehalten. Klar, Bier, Whisky, das Zeug da ist auch Luxus. Natürlich Luxus, den ich mir gönne. Weil für mich gehört halt der Plausch natürlich auch ein bisschen dazu. In dem Topf da. Ja, in dem Topf ist auch alles schön reingedruckt, also meine Nahrungsrationen. Alles schön rationiert. Ich finde es immer gut, wenn man den Platz gut brauchen kann, wenn man solche Töpfe oder irgendwelche Säcke oder weiss der Geier was, wenn man wirklich so einzelne Hohlräume noch ein bisschen gut befüllen kann, damit man sich wirklich viel Platz spart. So, jetzt ist aber fertig geschnurrt. Jetzt wird das Tarp abgespannt. Das eist mich schon wieder. So, das Lager für die Nacht steht. Ich habe hier einfach einen Sommerschlafsack, eine Isomatte, eine einfache. Das ist eigentlich für meine Knie. Da kann ich ein bisschen auf den Knie arbeiten, kann ich auch ein bisschen ansitzen, aber ich brauche es am Abend natürlich auch als Kopf. So, ich habe mich jetzt langsam noch ein bisschen eingerichtet. Die Zeit für das Bier ist natürlich noch nicht. Ich werde da natürlich zuerst noch ein bisschen Holz suchen. Mir ein Feuer mal machen und dann noch mein Abendessen kochen. Ich habe schon recht Hunger, aber was es sicherlich mal geben wird, ist ein kleiner Whisky. Den habe ich mir letztens mal gekauft. Fragt nicht, wieso ich den im Glas mitgenommen habe. Ich habe irgendwo meinen Flachmann liegen lassen. Und das hat mich extrem aufgeregt und habe gedacht, ja, wäre blöd, wenn ich ohne Whisky gehen müsste. Dann habe ich gedacht, komm, nehme ich mit. Und tatsächlich habe ich das reingebracht in den kleinen Rucksack. Finde ich gut. Ich trinke mal auf euch einen. Ist ein Irish Whisky. Ich bin sehr Fan von Irland, das muss ich sagen.
So, das Feuer habe ich gemacht. Die paar Scheitli habe ich noch da unten gefunden. Sind aber auch die einzigen. Die brauche ich jetzt für den Anfang, dass ich ein grösseres Feuer hinbekomme. Später werde ich aber das Feuer eher ein bisschen klein behalten, weil es hat zwar schon totes Holz da, aber ich habe einfach nicht Lust, stundenlang noch Holz wirklich hacken hin und her. Und ich behalte ein kleines Feuer, dass es ein bisschen warm gibt, dass es ein bisschen Licht gibt, dass ich mir was kochen kann. Und für mich passt das so weiter. Aktuell habe ich es mir gerade schön gemütlich gemacht. Jetzt wollte ich schnell 5 Minuten pausieren, dass ich nicht allzu viel schwitze. Weil mir ist irgendwie aufgefallen, dass wenn man mehr schwitzt, dann kommen auch ein bisschen mehr Mücken zu einem. Die Feuer steht jetzt natürlich, die sind jetzt schon ein bisschen weg, aber ich wollte einfach ein bisschen abkühlen. Es ist doch sehr, sehr schwül. Fleisch habe ich natürlich auch wieder dabei. Das ist 430 Gramm. Rindshohrrücken. Das wird heute schön gekocht. Ich freue mich schon. So, das ist das, was ich heute ein bisschen zum Essen dabei habe. Da, also, so das Hauptgericht ist eben das Fleisch. Mit da ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Mais. Zum späteren Mitternachtssnack gibt es so ein bisschen Rinder. Fleischkäse mit ein bisschen Wienerli dazu und für morgen Morgen ist geplant Toast mit Kaffee und da haben wir noch ein bisschen Salametti und Appenzellerkäse. Und eine herrliche Aussicht. Hoppla! Schießt etwas raus. Einzeller Lagerbier. Symbol miteinander. Richtig schön heiß, darum immer mit Händen arbeiten. Das Fleisch ist schön am Garen und ich erkunde mal schnell ein bisschen, was es da so gibt. Aha, totes Holz gefunden. Ja, jetzt weiss ich wenigstens, wo ich am Abend dann schön ein bisschen Holz hacken kann, falls es mir dann doch an Holz mangelt. Aber ich glaube, es wird vermutlich noch lange. Fleisch ist super geworden, farblich. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich finde die rohe Zwiebeln passen sehr gut dazu. Ein guter miteinander. So, fertig gegessen. Sehr, sehr fein. Ich bin richtig satt gerade. Ihr seht, ja, ist langsam aber sicher dunkel. Genau dann fängt der Spass doch erst richtig an. Wenn man einfach schön beruhigt vor dem Feuer kann sitzen, einfach ein bisschen nachdenken oder eben nicht nachdenken, wie ich immer sage.
aber die Zeit im Wald geniessen. Es ist, glaube ich, eine recht belebte Stelle da. Also ich höre viele Tiere, viele Vögel. Mal schauen, vielleicht sieht man heute Abend irgendein Reh, einen Fuchs oder irgendetwas. Ich bin mal gespannt. Es ist gerade ein sehr befreiendes Gefühl, in der Ruhe da draußen zu sitzen. Ich bin der Meinung, dass es sicherlich mit Kollegen viel Spass macht, draußen Bushcraften. Aber ich finde, wenn man es allein macht und man mehr in die Ruhe kommt, schneller in den meditativen Zustand und kann die Natur besser geniessen. So hast du wirklich Zeit zum Nachdenken. Zum Wohl. Ja, ich liege jetzt seit etwa gefühlt einer Stunde, zwei vor dem Feuer. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man einfach mal so zwei Stunden lang einfach ein bisschen sinnlos in das Feuer hineinschaut, was plötzlich für Gedanken eigentlich so vorkommen. Über Sachen, weil man sich im Alltag nie wirklich so bewusst ist. Ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgedacht über Kollegen, über berufliche Sachen. Und es ist sehr lustig, was da einmal wirklich für Gedanken kommen. Vor allem, wenn man natürlich da auch mal ein bisschen anfängt zu realisieren, dass wie schön wir es eigentlich haben. Auch wenn es manchmal nicht immer so gut läuft, merkt man, wie dankbar wir wirklich sein können für viele Sachen im Leben. Ich finde das wirklich so nach zwei Stunden in dem Feuer einfach dem da zuschauen und einfach hören. Da, ich sage es immer wieder, das ist etwas sehr Spirituelles für mich. Das ist eine Erfahrung, die kann man so nicht einfach beschreiben. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Also ich habe wirklich immer wieder Freude, was da für lustige Gedanken kommen. Und ich habe wirklich extrem in Plausch. Ich trinke dann auf euch, meine lieben Zuschauer, einen Schluck Whisky. Und ich wünsche euch ebenfalls auch alles Gute und alle schönen Gedanken und alles Positive im Leben. Viel Gesundheit, viel Freude, viel Glück, Erfolg im Leben. Prost, einen Schluck auf euch. Vielleicht bin ich jetzt auch so offen wegen dem Whisky. Kann natürlich auch sein, dass ich einen schönen Pegel kann. Kann sein. Aber ich glaube, es ist mehr die Natur und die Stille, was ausmacht. So, meine Philosophiestunde habe ich mal gehabt. Das heisst, für mich geht es langsam ins Bett. Das Feuer lasse ich noch abbrennen. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine angenehme Nacht. Ja, guten Morgen zusammen. Ich weiss, es ist noch sehr, sehr dunkel. Es ist 4:30 Uhr morgens. Und ich muss sagen, wirklich gut geschlafen habe ich nicht. Ich habe vielleicht eine Stunde oder so meine Augen können zumachen. Es hat recht viel Mucken da. Irgendwie, ist auch der Boden nicht so bequem, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Trotzdem aber war der Plausch mit dem Ganzen immer noch dabei gewesen. Und die Sonne wird irgendwann in einer Stunde aufgehen. Und ich denke, ich mache mich jetzt langsam
Ja, ich kann nicht gerade sagen, auf den Heimweg, aber ich fange mal langsam an, ein bisschen das Gröbste da mal ein bisschen zusammen rum. Ich habe diese Nacht zwei, drei Mal müssen Holz suchen. In dem tiefen Wald wird es sehr, sehr dunkel, wenn da kein Feuer rum ist. Jetzt beobachte ich noch die letzten Scheiten, die da schön dran brennen. Ich habe überall Mückenstiche, vor allem an den Armen. Weil da ich halt so geschlafen habe, war das natürlich sehr anfällig. Ein Pulli hätte ich eigentlich anlegen sollen. Ich habe dann einen kleinen Fleece-Pulli dabei. Aber es ist sehr warm. Also ich hatte nicht kalt, an dem ist es überhaupt nicht gelegen. Also ich konnte ohne Probleme die ganze Nacht können so im T-Shirt draußen sein. Ich meine, es waren 16, 17 Grad. Zimmertemperatur. Ich bin eigentlich einer, der es im Schlafen generell lieber etwas kalt hat. Und jetzt warte ich einfach noch ein bisschen, bis die Sonne aufgeht. Ich habe ehrlich gesagt aufgeben und noch weiterhin können schlafen da. Ich habe zwei, drei Mal bin ich wirklich eingeschlafen, vielleicht so eine halbe Stunde. Aber das war es auch schon. Ich habe mich vorhin einmal kurz ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Und zwar um 3 Uhr morgens hat es plötzlich am Tarp so angefangen irgendwie rumzuziehen oder so. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, also, Scheiße, was ist denn das? Ich habe natürlich sofort die Lampe genommen, bin hinter das Tarp geschaut, was gibt es da. Ich habe mit der Lampe auch einmal durch den Wald geschwenkt und ich habe einfach gar nichts gesehen. Dann habe ich mich zuerst gefragt, Scheiße, was. Das ist irgendwie recht unnatürlich. Was ist denn das? Dann bin ich wieder auf meine Isomatte abgelegen. So, und dann habe ich da raufgeschaut, auf mein Tarp, um zu überlegen, was das echt hätte sein können. Und dann habe ich gesehen, dass vom Licht, vom Feuer, zwei, drei Nachtfalter da oben durchgeschwirrt sind. Und sie halt so mit dem Kopf schön reingetatscht sind. Ja, nachdem bin ich dann beruhigt und dann trotzdem weitere halbe Stunde schlafen. Jetzt lache ich ein bisschen selber über mich. Aber eben, so ist es halt draußen. Alles mit Humor muss man auch. Und einfach immer gut schauen und beobachten, wieso, weshalb, warum. Ihr seht, es ist ein sehr düsterer Wald. Zumindest jetzt, tagsüber. Sieht ja da sehr friedlich aus, aber am Abend ist das durchaus ein dunkler, verwachsener Wald. Mein herziger kleiner Lager sieht sehr gemütlich aus. Schön jetzt ein bisschen beim Feuerli abchillen. Ich finde es sehr schade, Tiere habe ich keine gesehen. Ich habe immer wieder mal zwei, drei kleine Geräusche gehört, aber ich vermute, dass es ein Mäuse war. Schade, hätte mich gefreut, irgendwie so ein Reh zu sehen oder so. Ja, nun, vielleicht sieht man noch etwas. Holz muss ich mitnehmen. Ja, mittlerweile sind wieder irgendwelche Mücken aufgetaucht. Irgendwie das Gefühl haben, sie müssen mich jetzt hier am Hals beißen. Da habe ich jetzt das Tuch um den Hals gebunden. Und ich habe langsam ein bisschen Hunger. Ich habe da nicht gross Mitternacht-Snacks gemacht. Mal einmal ein bisschen einen Fleischkäse, den ich gegessen habe. Aber jetzt muss ich mich meine Zeit ein da totschlagen. Es ist doch viel zu dunkel zum Heimgehen. Auch viel zu schade. Ich würde gerne noch etwas länger bleiben. Aber die Termine rufen. Das ist halt einfach so.
Ja. So der Feuer da. Gibt jetzt auch noch Gas. Das war ein Geräusch. Aber das ist mir gleich. So, ich habe jetzt etwas gegessen. Jetzt mache ich mir mit meinem letzten Wasser noch einen Kaffee. Ja, ab jetzt ist es offiziell, dass ich bankrott bin. Bankrott im Sinne von kein Wasser mehr. Ich habe nichts mehr zum Trinken, ich habe keine einzige Zigarette, nichts. Ich habe wirklich nichts mehr. Das ist das Einzige, was ich noch habe, der Kaffee. So, ich habe langsam mein Zeug gepackt, Güssel natürlich auch mitgenommen. Ich muss das eigentlich nicht erwähnen, es sollte selbstverständlich sein, aber ich sage es trotzdem immer wieder gern. Nehmt euer Güssel mit. Und auch wenn es nicht euer Güssel ist, ihr könnt auch das andere Zeug auflesen, spielt keine Rolle. Ein bisschen vernetztes Denken, miteinander mitmachen für eine schöne, saubere Welt. Ja, dafür, dass ich sehr wenig geschlafen habe, sehe ich doch nicht so ganz kaputt aus, wie ich das erwartet haben, aber ich muss auch sagen, die wunderbar schöne Luft in dem Wald, die macht mich schon sehr wach und fit. Ja, leider ist die Zeit wieder ein bisschen durch. Jedes Mal, wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Das heisst, an dieser Stelle tue ich mich mal von euch verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen inspirieren. Ich würde mich um ein Abo, um einen Kommentar und auf einen Daumen hoch freuen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn auch immer ihr das Video seht. Ciao zusammen.